Ich bin heute hierher gekommen in dem festen Wissen und Bewusstsein, dass die Periode, die Griechenland durchlebt, gerade für die Menschen in Griechenland eine ausgesprochen schwierige Phase ist, dass viele Menschen leiden, dass ihnen viel abverlangt wird. Und genau deshalb möchte ich auch sagen, dass ein großes Stück des Weges wirklich zurückgelegt ist. Wir haben gestern in der Eurogruppe gehört, der Finanzminister, dass es Fortschritte gegeben hat, aber auch unsere Gespräche machen das ganz deutlich, dass es jeden Tag im Augenblick Fortschritte gibt bei der Bewältigung der schwierigen Aufgabe. Obwohl dieser Weg so schwierig ist, er sich für Griechenland lohnen wird. Denn wenn man die Probleme nicht jetzt lösen würde, dann würden sie später noch dramatischer auftreten. Und es ist unser gemeinsames Interesse, dass wir in Europa Glaubwürdigkeit in der Welt wieder zurückgewinnen, in der Eurozone zeigen, dass wir gemeinsam unsere Probleme lösen und dass wir die Weichen so stellen, dass unsere Kinder und Enkel in der Zukunft auch in Wohlstand leben können. Ich wünsche mir, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. Die Voraussetzungen, die wir jetzt zu erfüllen haben als nächsten Schritt, ist der Troika-Bericht. Alles, was für diesen Troika-Bericht notwendig ist, haben wir heute besprochen. Vieles ist geschafft, manches bleibt noch übrig und daran arbeiten wir jetzt mit Nachdruck und in Partnerschaft. Technologische und επενδυτική βοήθεια. Τόνισα στην Καγκελάριο ότι ο ελληνικός λαός ματώνει αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι αποφασισμένος να παραμείνει στο ευρώ και να κερδίσει το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας. Δεν ζητάει περισσότερα χρήματα, δεν ζητάει χάρες, το μόνο που ζητάει είναι η ευκαιρία να σηκωθεί στα πόδια του το ταχύτερο, να ξεπεράσει την ύφεση και να πιάσει όλους τους στόχους. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε. Το πρόγραμμα είναι πολύ πιεσμένο και οι δύο ηγέτες αναμένονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Η Besuch ist ein sehr wichtiger Besuch für uns. Μάλιστα μια στιγμή.